gebirgig. Und wir vertreten heute unsere Gemeinschaft hier auf dem Butterblatt Advent, in dem wir süß waren und Glühwein, Kinderpunsch, solche Sachen verkaufen. Ich finde die Essensvielfalt hier sehr gut. Alleine bei unserem Stand kann man, denke ich, schon fast jedes Bedürfnis befriedigen. Bei uns gibt es unter anderem Obstspieße, es gibt Crepes in verschiedenen Varianten, Sandwiches. Wir verkaufen Waffeln, das ist das, was wir anbieten. Wir nutzen das Geld für Aktivitäten bei unserem Jugendclub auf jeden Fall. Natürlich hat jeder von unserem Jugendclub bei den Vorbereitungen mitgeholfen. Es gefällt uns sehr gut. Es ist immer wieder eine Freude, hier dabei zu sein. Eine feine Sache, finde ich. Und 12-Klässler des Weißeritz-Gymnasiums. Und wir nehmen hier Geld für unseren Abiball ein. Wir verkaufen unter anderem Waffeln, Fischbrötchen und Bratwurst. Und natürlich auch Keramik von unseren AG-Leuten, von der Keramik-AG. Uns gefällt es sehr gut hier beim Potschaft Advents. Es ist eine sehr schöne, schöne Atmosphäre, auch mit der Musik. Und es ist auch sehr ertragreich bis jetzt für uns gewesen. Es ist schon sehr viel los hier. Das hätten wir gar nicht so erwartet. Ja. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Danke, liebe Freitaler. Ein herzliches Willkommen, sagt die Freitaler Strom- und Gasgesellschaft. Es ist voll hier drin. Ich denke, es werden auch noch viele Gäste kommen. Nochmal ganz, ganz lieben Dank an die, die jetzt hinter den Ständen stehen und vielleicht ein bisschen frosteln. Und als erstes ja, freue ich mich, dass wir jetzt den Stollen anschneiden können. Und das werden wir jetzt gemeinsam tun. Kinderheim Burgwartsblick und wir sind heute mit unserem Team hier, um selbstgebackene Plätzchen, die unsere Kinder gebacken haben, hier zu verkaufen. Die Kinder haben diese Plätzchen selber ausgestochen und wir haben nur aufgepasst, dass alles seinen Gang geht. Wir sind sehr zufrieden mit dem bis jetzigen Ergebnis. Wir haben über die Hälfte unserer Kekse bereits verkauft. Wir finden, es ist wunderbar, es ist schön geschmückt, die Atmosphäre ist toll, das Kinderprogramm ist wunderbar. Und die Menschen sind auch in Weihnachtsstimmung, also alles wunderschön. Ich bin Freitaler, wohne seit über 20 Jahren wieder in Freital. Ich finde es immer sehr schön, dass unsere russischen Mitbewohner da sind und hier Essen machen. Der Potschabler Advent ist jedes Jahr ein festes Ereignis, was einfach dazugehört in Freital. Ich finde es gut, dass es hier diesen sozialen Weihnachtsmarkt gibt mit Preisen, die sich jeder leisten kann. Das halte ich für ganz wichtig. Oh,
frohe Weihnachten und einen schönen Advent. Habt euch einfach alle lieb. Nicht bis zu Weihnachten im ganzen Jahr, bitte.